Da war das erste Mal das ESP. Ich habe schon überlegt, ob man die Kurvengeschwindigkeit bewusst fährt oder ob das der Leistung einfach nachgetragen ist. Das sah man schon an dem Auto und an der Position der Vorderreifen. Schneller laufen lassen, ne? Also Ton wegmachen und schneller laufen lassen, ne? Dann darfst du das Overlay aber nicht machen. Genau. Kannst ja zwei Versionen machen. Ja. 8 Minuten 30, Musik dahinter. So ein langsames Stück von Bach oder so. Verkaufen wir die noch als Cup R? Das Video noch auf 1,5-fach laufen lassen, das kriegt ja noch Ärger. Ja, wenn man die Linie kennt, ne? Das ist schon von Vorteil. Kannst du das hinten ertragen? Ja, ja, das ist kein Problem. Also zumindest jetzt die Runde hinter Marker her, die klappt. Jetzt so eine Runde. Weil ich kann hinten zum Beispiel überhaupt nicht sitzen. Ja, wenn es jetzt trocken wäre und so, dann würde es auch anspruchsvoll werden. Ja. Dann hat es jetzt ein Fahrverhalten, dass einer hinten sitzt. Nö. Schon mal von der normalen Linie weg, die man sonst so fährt. Ich muss mal defrosten. Von der Seite rein, sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Nee, ne? Da riecht ja auch nichts. Wer will sich denn da neigen? Weißt du, was sich in dem Auto neigt? Das ist ein Haker. Das Haker und seine Freunde. Wieder liegen lassen, ich vergesse sie immer. So wie von dem Dirk Weidemann, ne? Der immer mit seinem Clio RS die Leute von vorne filmt. Hier Nordschleifchen heißt der bei YouTube. Der macht nur Videos mit einer GoPro von da gefilmt auf die beiden Insassen. Ein super witziger Typ. So, eben haben wir ja ausprobiert, dass man noch nicht innen fahren kann. Ah, der Hakan kennt die Regenlinie noch. Was heißt so
langsam an die Leistungsgrenze kommt, ne? Was einen sintermäßigen Ursprung hat. Ja, genau. Gerade gasförmig. Ja, das ist halt krass hier, ne? Es kommt ja auch kein Feuer aus dem Rathäuser. Ach, deswegen bist du gerade an die Seite gefahren, hast geguckt. Hat der nicht hinten noch Trommelbremse? Könnte gut sein. Ich glaube schon. Doch, der Hakan fährt wirklich eine gute Regenlinie. Der bremst schon immer vorher ein bisschen an, ne? Ich glaube, das sind die Bremsen, die wir eben gerochen haben. Der, und der geht auch den dem glitschigen Stellen mit den vielen Reifenabrieb aus dem Weg. Also deswegen, das wollte ich demonstrieren, heißt diese Kurve Eiskurve. Weil sobald es nur ein Fitzchen nass ist, ist die zu fahren wie auf Eis.
Regen verwischen auch diese Unterschiede. Also hier muss man sagen, hat der Hakan jetzt mal, ne, das hat er super getroffen jetzt hier, das Stefan Bellof S.